Nein, sie lassen immer diskutieren über den Preis. Also das letzte Gespräch mit ihr war so, entweder sagt die Gemeinde, sie nimmt es ansonsten, das ganze Projekt. Also wird wahrscheinlich die Nachbarschaft Interesse bekommen. Wenn ich das Grundstück daneben habe, schaue ich, dass ich das auch gehe. Ich sage, bei den 30 oder so ist das noch ein Schnäppchen, klarerweise. Bitte. Alternative? Was für Behinderer Grundstücke zu erschließen? Kann. Sportplatz runter oder was? Ja, da musst du durch die Dorfstraßen fahren. Also, das ist, du hast jetzt die Anbindung von der Landesstraßen. Also Alternative, hast du schon eine für die Hinzigauer Straße oben, wird heute gut irgendwo einer Brücken bauen. Dort haben wir wesentlich ganz andere Grundstücksflächen, die wir angreifen müssen. Noch dazu, wir haben es ja, der Bebauungsplan ist sozusagen von Gemeinde und seit 30 Jahren ist diese Achse immer angedacht gewesen, dort auch die Erschließung zu machen. Und der macht einen Sinn. War in den zu den Verhandlungen, war 20 Euro das einzige Angebot oder ist das auch schon ist von uns schon weniger angeboten worden? Ja, mit 10 Euro. Die Verhandlungen begonnen. Ja. Also mit 10 Euro wurden die Verhandlungen begonnen. Jetzt haben wir 20 Euro. Also ich sage das jetzt nochmal zum Feststellung, wir fangen da an, bei einem Grundstück für eine Straße mit 10 Euro zur Verhandlung, gehen auf 20 Euro. Und auf der anderen Seite stellen wir Enteignungen in den Raum als Gemeinde und erzwingen so einen billigeren Preis. Nur fürs Protokoll. Gut, ich nehme es zur Kenntnis. Ich kann mich erinnern, es gibt oben am Sonnengrund oder am Sonnenweg ist eine Siedlung geplant, aber da haben wir Pläne gesehen. Und da war beim damaligen Konzept auch geplant, dass auf dieser Straße die Brücke, die jetzt die Hitzendorfer Straße quasi verbindet mit dem Sportplatz, die ist geplant als befahrbare Brücke und damit ist die Erschließung von oben gegeben. Was ist mit dieser Variante? Ja gut, da muss ich das ganze Vatergrundstück von oben aber auffüllen. Und bis ich von oben runter Erschließung habe, also da werden wahrscheinlich noch ein paar Gemeinderäte sitzen. Ja, aber solche Pläne wurden da präsentiert einmal, wo die Erschließung von beiden Seiten. Das wird du musst jede Möglichkeit irgendwo ventilieren. Ja. Grundstücksflächen sozusagen, die ja ein bisschen dezentral in Form von einer vernünftigen Anbindung. Also meine Frage ist nach deswegen, ob das dass nicht, dass das so mit der Erklärung jetzt nicht die einzige Möglichkeit ist, das zusätzlich zu erschließen. Ja, genau. Okay. Danke. Diese Erschließung ist die einzige für diesen Bereich, weil das, was oben ist am Sonnengrund, das ist Luftlinie 500 Meter weg, das heißt 500 Meter ist für Straßennetzerschließung nicht relativ weit, sondern sehr weit schon. Ja, aber wenn ich das damalige Konzept mir nochmal in Erinnerung rufe, ist dieser Weg am Losenbach runtergegangen und dann quer rüber Richtung Veranstaltungshalle, vom damaligen Konzept her. Ja, es ist als Ringweg geplant. Gesamte große Entwicklung wirst du zum Beispiel über parallel mit dem Losenbach mit anwenden müssen. Irgendwann nochmal das zweite Achse. Falls diese Straße dann geplant werden sollte, ist es korrekt, dass der Herr Stadler dann Anrainer von der Straße ist? Der dann geplant ist? Doch. Ja. Der kommt ja in den Oberreich zu, oder? Das Stade ist von dem, ja. Du musst ja rechnen, da die Witzen. Weil wenn dann würde ich es ja durchziehen. Nein, kannst du ja nicht. Dort haben sie Entwicklungskonzepte im Bebauungsplan. Da ist die Hitzen da verstoßen, das Grundstück nicht aufbauen. Also die sind dann, was sie da abte sind, was du da erschließen kannst, das sind ungefähr 100 Meter. Und der Stadler ist aber auch 300 Meter. Wenn ich 500 Meter, ja 500 Meter, aber 300-400 Meter ist der Stadler mehr von den Hitzen da verstoßen. Gut. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu dem Thema? Keine, dann sage ich danke. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den Kauf des Grundstücks 1385 jeder Kaffee-Lebhoff-Fläche 1007 Quadratmeter von Frau Lösser-Grenzschule mit einem Kaufpreis von 20.340 und spät 20 Euro pro Quadratmeter durch die Marktmittel-Lebhoff zustimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte mal Zeichen dazu stimmen. Danke. Gegenstimmen? ÖVP, FPÖ. Okay.
Du hast bei uns gestimmt, oder was? Von Grundstück 1787 durch 1, Karriere Hof, legt sich das 700 Quadratmeter. Der Kaufpreis 45 Euro pro Quadratmeter samt vertraglicher Sicherstellung einer Dienstverkleidungsgrößen der Wartung in Hof, Errichtung und Betreibung des öffentlichen Kinderspielplatzes. Da darf ich auch wieder unseren Baumseitenbeherrscher Johann bitten, dass er sich kurz erläutert. Wir haben da eine Fläche, wo wir vorher hatten, oder noch immer vorhaben, einen Kinderspielplatz aufzurichten. Und aus dem heraus hat sich dann eine Diskussion ergeben mit dem Herrn Bachner-Martin von Heidelberg und der Herr Ingenieur Johann wird das Ganze jetzt erläutern. Ich war der Bach in der Gemeinde gewesen und dann führen wir zur Durchbruch mit dem Grundstück. Das ist häufig zu erwähnen, in dem Bereich, dass wir unmittelbar anschließen, nachdem jetzt das Rückhaltebecken fertig gebaut ist. Das heißt, wir haben jetzt die Verheilungsplan, den Vermessungsplan, der dafür notwendig ist, für den Vorbehalt Rückhaltebecken, ist mehr oder weniger fertig und die Fläche mit dieser Begrenzung, ist jetzt schematisch dargestellt, das ist noch der Vermessungsplan. Beinhaltet ungefähr 700 Quadratmeter, jetzt wird das Rückhaltebecken nicht mehr benötigt werden. Unser Grund von der Gemeinde ist im gesamten Vorbild bis zum Partner her und zur Siedlung und dort auch ganz so weit, also das ist Gemeindegrund. Seinerzeit ist es einmal ein bisschen daran gedacht gewesen, da ein Kinderspielplatz einzusetzen, dann ist er da eigentlich jetzt im Flächenmittelplan, ist er da im Hofen und Partner würde sich bereit erklären, dass sozusagen die Bürgermeisterin angesprochen hat, dass diese Fläche als Kinderspielplatz von uns genutzt werden kann. Das heißt, er kauft es, weil er sozusagen da einen Zubau tätigen möchte in dem Bereich, dass er den Betrieb auch einmal erweitert und würde dann sozusagen, nachdem er die Fläche von der Dichte her braucht und parkplatzmäßig mit dem Fleck unterhalb mit den Parkplätzen zur Rande kommt, würde das noch der vollen zur Verfügung stellen des Kinderspielplatz. Und da ist eben dieser Mischpreis, da war so 45 Euro, wäre aus dem heraus angemessen, weil sonst würde sicherlich der Grundstückspreis dort genauso irgendwo liegen, oder etwa 60 Euro, 70 Euro. Ja, 70 vielleicht nicht, aber 60 Euro, 65 Euro wäre, glaube ich, sicherlich realistisch. Und wir hätten auf der anderen Seite eine Fläche, die in der Form grundsfrei ist. Der Bachler hat genauso den Vorteil, dass er die Dichte von der Grundstücksfläche ausnutzen kann und damit wir auch auf beide Seiten vielleicht eine Win-Win-Situation und die Gemeinde hat ein Grundstück verkauft, was er trotzdem einen Umzugsrecht drauf hätte. Das heißt, es soll ein öffentlicher Kinderspielplatz errichtet werden, dass wir dann die Bedingungen dass das jetzt zum Bachler der Städte gehen muss. Und diese Dienstbarkeit würde nachher dann auch eingeplant werden. Bitte, Fragen jetzt dazu. Ja, ist das Grundstück schon geteilt und umgewidmet? Nein, der Vermessungsplan ist jetzt, also der Verheimungsplan, den wir für die Rückhaltebecken brauchen, ist jetzt gerade fertiggestellt, also der ist mehr oder weniger vermessen, ist er. Und es ist dann ein eigenes Grundstück. Aber er könnte es ja bei ihm mit seiner Grundstücksfläche, wäre es genauso möglich, dass er es mehr oder weniger vereinigt. Weil wir müssten ja dann mit unserer Vereinbarung, die wir treffen, müssen wir dann sowieso definieren, weil wenn das jetzt ein eigenes, eigenständiges Grundstück wäre, könnte er nicht sagen, auf dem Grundstück kann ich Kinderspielplatzfläche einrichten, sondern müsste ja genauso auf der Anzeige der Zelle auch zuordnen, auf dieser Fläche, dass man das dann in einem Vertrag niederschreibt und dort dann definiert. Mir ist in der Vorstandssitzung zugesagt worden, dass ich erfahren werde heute, wie das ausschaut, ob wir das Ganze inklusive Spielplatz verkaufen müssen. Oder ob es da eine Baudichteerhöhung auch in Frage käme. Wir müssen schon das Ganze von dem her muss man schon verkaufen, durch ein Thema. Wir brauchen ja nur die Fläche für den Spielplatz. Ja, wenn diese Dienstbarkeit. Darf ich auswählen?
Und wenn die Dienstbarkeit jetzt da eingetragen wird, dann ist es so ein Recht, dass wir für ewige Zeiten dort haben, dass dort ein öffentlicher Kinderspielplatz vorhanden ist. Genau, das wäre meine Frage. Wir müssen nicht Besitzer sein, also davon, um davon profitieren zu können. Genau. Und für Herrn Bachner, ich sage mal, ist der Vorteil gegeben, dass er die Dichte nachher dann einfach nutzen kann vom gesamten Grundstück. Okay, ich habe trotzdem damals gebeten, dass heute geklärt wird und gesagt wird, ob ein Teilverkauf auf dieser Fläche jetzt möglich ist, damit die Baudichte für das gesamte Grundstück 178110, wo man das dazu tut, erhöht wird und so auch ein Bau möglich ist, oder ob er unbedingt mit der Dienstbarkeit die ganze Fläche kaufen muss. So wie extra vorigen Dienstag gesagt hat. Ja, er wird sicher die ganze Fläche brauchen, weil von dem Baukörper, was er vorhat, sozusagen, wenn er da einsetzen möchte, braucht er sicher die Dichte, also braucht er die Grundschutzfläche in dem Ausmaß. Nicht als Parkplatz, sondern er braucht von der Dichtebestimmung her. Weil dass man jetzt sagt, pass auf, du stellst jetzt da zum Baukörper rein und du kannst die Dichte, was weiß ich, in der Größenordnung fast bei 1,0 dort ausschöpfen, das ist natürlich auch sehr schwer zu begründen. Was haben wir dort für Baudichte im Nachbargrundstück, wo er jetzt schon baut hat? Da haben wir, glaube ich, 0,5 oder 0,6. Wird das wieder so ein Beherrungsgebiet? Wahrscheinlich, ja. Ja, da haben wir. Und wo kriegt er das in den unteren Bereich? Zimmervermietung kommt ja mit dem zusammen, mit der Fläche. Ja, ja, das ist ein Zimmer, da kann man so viel haben. Und da meine ich auch eine Störfläche, und da meine ich jetzt. Du kannst ja nicht ganz durchkommen. Jetzt nochmal dezidiert, ich würde nur die Hälfte dieser Fläche nehmen, oder diesen Teil. Ja. Vom 0203, ja. Ich könnte dort ja, was könnte ich dort maximal erhöhen bei der nächsten Revision des Flächennutzungsplans? Das gesamte Grundstück 178,10. Das heißt ja, Dichten oder 5. Dort komme ich nicht auf 1. Auf 1 kannst du nicht aufwiesen, das kann ich nicht machen. Aber vielleicht 0,6, aber von mir kann ich es nicht sagen. Und mit 0,6 geht es nicht auf, dass ich den Spielplatz nicht verkaufen muss. Das, wir haben da die Abend dort. Ja, gut, gleich einmal. Ja, das ist 0 erklärt gebeten. Ja, die ganzen Hauptsachen. Aber die kannst du nicht machen. Das geht ja nicht. Dass man sozusagen die Fläche zurückbaut und nur die verkauft und dafür dann bei einigen da verdichtet 0,6 oder 0,5 geht. Ne? Ja. Wer das Grundstück dort kennt, weiß, dass der vordere Bereich, wo der Spielplatz entstehen soll, im Moment Sumpf ist. Ich habe es das letzte Mal in der Sitzung gesagt, das ist de facto, geht es fast hinein bis in den. Fast hinein, wo jetzt die Tafel steht, betreten verboten, ich frage mich dann, wie das abgesichert wird auch. Bestätigt, was sagst du dazu? Sumpfgebiet. Die Fläche, was da draußen ist, sehe ich es mehr oder weniger. Jetzt sozusagen. Schiff wächst bis auf den Parkplatz. Ja. Der Schiffgürtel ist da drinnen, weil das ist ja nicht das, sondern das Rückhaltebecken geht jetzt ungefähr da so rein. Ja. Das heißt, wir haben von dem was weggenommen, das geht jetzt so ein als Rückhaltebecken. Gut, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, da auch die gleiche Frage wie beim vorigen Grundstück. Wie macht die Gemeinde es möglich, dass wir dort 45 Euro, das ist eigentlich noch schamhafter wie beim vorigen Beispiel, wie schaffen wir es, dass wir dort 45 Euro pro Quadratmeter verlangen und im anderen Fall vorige Woche? Nein, lassen wir bitte los. Okay, wir nehmen es zur Kenntnis. Gibt es noch eine sinnvolle Frage auch noch? Ja, wie wird dann die Zufahrt gesichert sein zur Räumung des Hochwasserbeckens? Mit der Zufahrtssicherung zum Rückhaltebecken. Geht das bei dem Spitz da aus, der dabei bleibt? Also da kommen wir rein. Das heißt, wir haben. Ist jetzt da relativ schwer zu erkennen. Wir fahren da über den Zwickel, da fahren wir rein. Würde ich zur Absenkung bringen. Da kommen wir jetzt auf. Da ist das Meer drinnen, in dem Bereich. Und also diese Mauer. Und da komme ich sogar. Also das ist vollkommen außerhalb. Da ist da dieser Spitz. Das geht da aus dem Grund. Also die Zufahrt zum Rückhaltebecken muss sicher von uns am Traum sein. Das dürfen wir sicher nicht ergeben. Und um wie viel ist das Grundstück höher? Weil man nur da schaut es nicht viel was aus. Gell? Müsste angeschüttet werden, oder? Nein, das weiß ich jetzt nichts mehr. Also ja, der wird den Kinderspielplatz vorher weiter anschütten, das würde auf den Niveau unten lassen, weil der ist jetzt vom Parkplatz ungefähr einen Meter tiefer. So was. So ein Gefängnis, oder? Und, ja, das
das trotzdem. Wo wäre nur das Zuzugsgebiet von den Kindern, die dort ins Spiel gehen? Also ist der Fehl um. Der Spatenhof zum Beispiel. Die gehen da oben über die Bundesstraßen drüber. Das gehen auch vor Müttern mit ihren Kindern, die spazieren gehen. Ja, das ist Anbau diesbezüglich auch gehalten. Aber das ausschaut, wenn Kinderspielplätze.